Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute wieder ein bisschen Retro-Grafikkartentests und ich habe für euch heute was Besonderes rausgesucht. Wir gucken uns die Crossfire-Variante der Radeon HD 5870 Vapor X von Sapphire an. Die Grafikkarten, als sie vor 12 Jahren ca. rauskamen, 2010, waren das absolute Monster-Dinger. Die waren richtig stark und haben Nvidia wieder gut unter Druck gesetzt. Und noch ein ganz großes, weiteres, besonderes Logo prangert da drauf. Das ist die letzte Grafikkartengeneration von ATI, dann danach AMD. Ihr wisst es vielleicht, AMD hatte vor 10, 12 Jahren ATI aufgekauft. Ja, und die sind als letztes Modell unter dem Logo noch auf dem Markt erschienen. Eine Grafikkarte ist ganz sicher nicht mehr so ganz ausreichend für aktuelle Games. Ist das mit zwei Grafikkarten noch möglich? Ist Crossfire überhaupt noch möglich mit diesen Modellen? Der Frage gehen wir im heutigen Video nach. Jetzt machen wir einen kleinen Timelapse-Bild. Ich zeige euch das Testsystem und dann sehen wir uns gleich wieder und ich erzähle euch noch ein paar Worte dazu. Ich habe mich beim System für etwas Zeitgenössiges entschieden. Hier kommt ein ASRock Z87 Extreme Sockel L50 Plattform zum Einsatz. Das ist schon ein bisschen älter. Dazu gehört ein Intel i5 4590. Das ist sozusagen ein bisschen die Mainstream-CPU der damaligen Jahre gewesen. Passt auch ganz gut zu unserem Crossfire-Verbund mit den beiden 5870er Grafikkarten. Da gab es auch noch eine 4690.
Die beiden Prozessoren waren aber ungefähr ähnlich schnell, natürlich war der 690 schon ein bisschen schneller noch. Die beiden sind vergleichbar mit dem heutzutage top aktuellen 12400F oder dem 11400 oder von AMD den Ryzen 5 3600. Nur, dass es mal so ein bisschen vergleichen könnt und auch einordnen könnt, wo denn ungefähr die Leistung der CPU liegt. Dazu gehört ein Thermalright Macho B Towerkühler. Ist ein super Ding, reicht auf alle Fälle auch noch für aktuelle CPUs, nur dass ihr es mal gehört habt. Dann eben 16 GB Corsair Value RAM, 1600 MHz DDR3 Speicher, die Plattform funktioniert nur mit DDR3. DDR4 gab es erst mit der 6000er Reihe von Intel, also die Nachfolgergeneration. Ja, und ansonsten, der restliche Kram ist eigentlich eher weniger interessant, denke ich. Ne? Windows 10 logisch und ja, die beiden Festplatten. Habt ihr gesehen, eine HDD für die Spiele und eine SSD fürs Windows. Macht aber bei der Performance nichts aus. Ich teste in der Full HD Auflösung. Alles andere ist aber auch utopisch. Der Bildschirm ist nicht größer. Ist aber auch irgendwo logisch. Sollte, glaube ich, auch jedem klar sein. Und es geht auch nicht in dem Video darum, ob ihr euch die Grafikkarten jetzt kaufen sollt, euch einen Crossfire-Verbund zusammensteckt und Spaß habt in aktuellen Games im Jahr 2022. Es ist einfach nur ein Testbau. Macht Spaß, mit sowas überhaupt zu zocken. Und mir macht es allgemein Spaß, sowas zu bauen und euch zu zeigen. Der Spieleparcours ist auch relativ knapp. Es ist wirklich sehr schwer, Crossfire-Games zu finden, die mit den beiden Karten überhaupt noch laufen. Und wer es weiß, auch Nvidias SRI sowie AMDs Crossfire, die beiden Technologien werden nicht mehr unterstützt. Und deswegen ist es auch problematisch, da überhaupt noch ein paar gescheite Spiele zu finden. Aber trotzdem, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Und euch noch ein paar Games rausgesucht. Wir kommen jetzt zu den Spiele-Benchmarks. Danach gibt es noch eine Auflistung von den getesteten Games. Und dann sehen wir uns nochmal wieder und ich erzähle euch noch ein paar Worte dazu. Viel Spaß und Film ab.
Ihr seht die komplette Übersicht aller 6 getesteten Games. Ja, ihr habt richtig gehört, es waren eigentlich 8. In einer kompletten Übersicht, alles schön aufeinandergereiht, damit ihr euch die Werte gut vergleichen könnt. Ich habe mich dazu entschlossen, Far Cry 5 und Anno 1800, die ihr in den Benchmarks gerade eben gesehen habt, nicht mit in die Liste aufzunehmen. Ja, euer Bildschirm war in Ordnung, das lag nicht an euch. Irgendwie hat das Crossfire-System nicht so gut mit diesen beiden Games harmoniert. Ihr habt es gesehen, Bildschirm hat geflackert. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nur diese 6 Spiele jetzt aufzuführen. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen nur mal so anschauen, einfach mal auf uns wirken lassen, dann ist das schon sehr beeindruckend. Die Games sind zwar nicht mehr ganz top aktuell, aber trotzdem, mit diesen beiden uralt Grafikkarten kriegen wir noch in teils sogar mittleren bis maximalen Grafikdetails, das ist unfassbar, haben wir flüssige Framerates auf dem Bildschirm gezaubert bekommen. Witcher 3 und Assassin's Creed Black Flag sind natürlich ganz, ganz knapp an der unteren Grenze. Assassin's Creed sogar noch ein bisschen drunter, im Mittel 35 FPS. Das ist schon teilweise ruckelig, der eine empfindet es schon zu ruckelig, der andere sagt, es geht noch. Das ist aber trotzdem beeindruckend bei 12 Jahre alten Karten. Ach, waren das schöne Zeiten. Diese beiden Radeon HD 5870, als die auf den Markt kamen, konnte ich mir sie eh nicht leisten. Jetzt waren sie natürlich sehr günstig zu erwerben und es hat einfach nur einen riesengroßen Spaß gemacht, die im Crossfire im Jahr 2022, klar, die Games waren nicht mehr ganz aktuell, zu testen. Es ist aber auch schwierig, Crossfire ist wirklich auf dem absteigenden Ast, genauso wie SAI, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe auch noch aktuellere Games mit diesen beiden Karten getestet, wie zum Beispiel Far Cry 5, das absolute Crossfire Top Game, was wirklich sehr gut skaliert mit 2 AMD Grafikkarten. Und was soll ich sagen, ja, die armen kleinen 2 lieben HD 5870 haben im Maximum so 15 bis 17 FPS auf dem Bildschirm gezaubert. Ach, ja. Hat leider nicht gereicht, die Leistung. Ich habe wirklich alles auf niedrig gestellt und trotzdem waren sie zu langsam. Hier noch ohne Backplate. Damals zu dieser Zeit gab es noch keine Backplate auf den Karten. Trotzdem sind die einfach nur zeitlos schön. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Nächste Woche geht es direkt weiter mit derselben Plattform, aber wir nehmen eine von diesen beiden Karten weg und gucken mal, was schafft denn jetzt überhaupt noch eine einzelne Radeon HD 5870. Mit anderen Games, das kann ich schon mal sagen, ich habe mich extra nochmal für ein bisschen was Aktuelleres entschieden. Ihr könnt auf alle Fälle gespannt sein, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, drückt auf die Glocke, denn dann werdet ihr nächste Woche definitiv richtig überrascht sein, was eine HD 5870 imstande ist, noch in aktuellen Games, nicht allen aktuellen Games, so viel sei schon mal verraten, ist noch zu leisten. Jetzt sind wir aber am Ende des Videos angekommen. Es war mir eine Freude, das heutige Video für euch zu drehen. Auch nochmal danke an den Vorbesitzer der beiden Grafikkarten, dass er mir so eine tolle Qualität geliefert hat. Das ist ja auch bei eBay Kleinanzeigen nicht unbedingt selbstverständlich und die Dinger waren auch in einem Top-Zustand. Das auch nur nochmal ganz kurz am Rande. Jetzt freue ich mich, wenn ihr den Abo-Button gedrückt habt, auf nächste Woche. Bis dahin, macht's schön gut und ciao. Achso, halt! Fast vergessen, jetzt kommen noch ein paar Videovorschläge auf meinen Kanal. Guckt ruhig mal rein, wenn es euch interessiert. Bis nächste Woche.